Die journalistische Branche stand in den letzten Jahren unter einem großen Rechtfertigungsdruck und ich wollte in einem Film zeigen, wie diese Branche diesem Druck standhalten kann. Wenn auch nur die Hälfte von dem Zeug stimmt, dann zerschießt es die ganze Partei. Für mich war es wichtig, in dem Film unterschiedliche Recherchen zu zeigen, um die Vielseitigkeit vom Journalismus darzustellen. Selbst bei so renommierten Journalisten wie Bastian und Frederik Obermeier ist es tatsächlich, glaube ich, auch ein wichtiges Signal an die Branche zu zeigen, dass auch Journalisten, die in dieser Liga spielen, auch mal scheitern. Und so ist es ja zum Beispiel mit der einen Recherche, wo es um einen Waffenhändler geht, der den Iran mit wichtigen Teilen für Raketen beliefert, so dass sie dort am Ende nicht weiterkommen. Weil ich finde es ganz wichtig, dass heutzutage eben Journalismus noch ergebnisoffen an die Recherchen rangehen kann. Und dazu gehört dann eben manchmal auch das Scheitern. Das finde ich so das Heftige. Du merkst, dass er so in diesem Behördenkreis die Nummer ist. Und trotzdem hast du von dem noch nichts gehört. Ja. Mir war wichtig, dass der Zuschauer von Anfang an miterleben kann, wie die Journalisten arbeiten. Und nicht, dass sie darüber reden, wie sie arbeiten, sondern dass wir es miterleben können. Bastian Obermeier, eine Süddeutsche Zeitung. We would be very, very much interested to talk to you. We would stay very confidential, of course, in the background. We never talk. No one will ever know that we met. Es ist natürlich das Wichtigste für jeden Investigativjournalisten, diese Quellen zu schützen. Deswegen war es natürlich eine große Herausforderung, sowohl diesen Film zu machen, als auch die Süddeutsche Zeitung davon zu überzeugen, diesen Film machen zu können. Und nach einem Jahr kam es dann zu dem tragischen Tod von Daphne Caruana Galizia. Und Bastian Obermeier hat dann auch mit Forbidden Stories, der Journalistenorganisation, dazu eine Recherche angefangen. Wir wollen, dass die Leute sich merken, wenn sie eine Journalistin töten, dann wird ihre Geschichte ja mehr Aufmerksamkeit kriegen als weniger.